Wenn wir von Curry reden, geht es entweder ums Essen oder um den Point Guard der Golden State Warriors. Wenn wir Curry-Highlights auf Social Media sehen, dann sind es zu 99% irgendwelche Dreier, Handles oder kranke Finishes von Steph. Und wen wundert es, der 34-Jährige ist einer der besten Spieler in der Geschichte der NBA, er ist der größte Shooter und jemand, der das komplette Game gechanged hat. Bei all dieser Greatness von Chef Curry kann man schnell mal vergessen, dass dieser auch noch einen Bruder hat, der zwar kein Superstar ist, aber dennoch ein richtig guter NBA-Spieler. Seth Curry ist ebenfalls einer der besten Shooter der Liga, wenn auch lange nicht so gut wie sein großer Bruder, und er wird seit Jahren in der NBA so ein bisschen rumgereicht. Die Brooklyn Nets, zu denen er im Rahmen des Ben Simmons-James Harden-Trades gewechselt ist, sind sein viertes NBA-Team in den letzten 4 Jahren nach Portland, Dallas und Philadelphia. Immer wieder wird er getradet, wie für Josh Richardson oder eben Harden, weil Teams upgraden wollen, und immer wieder scheinen diese Teams den kleinen Point Guard dann irgendwann zu vermissen, weil er eben ein ultra wertvoller Rollenspieler ist. Ich habe mir heute gedacht, ich rede so oft über Steph, warum eigentlich nicht mal eine Analyse über den anderen Curry, wie gut ist der, warum ist er so wertvoll und was bringt er seinem neuen Team? So Leute, die Road to 30k läuft aktuell noch, es fehlen nicht mehr viele bis zu den 30.000. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr mir helfen wollt, diesen Meilenstein in den nächsten Tagen zu erreichen, drückt gerne noch auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke, vielen Dank. Seth Curry legt in seinen ersten Elf-Spielen in Brooklyn durchschnittlich 16 Punkte und 30 pro Abend auf, und das beim hervorragenden 115er Offensivrating und einem herausragenden 62% Shooting. Hocheffiziente Zahlen bei einer mittleren Usage von etwa 19%, was uns direkt gleich mal zu seiner Rolle bringt. Denn Curry ist eine Art Combo Guard, ein Spieler, der am besten abseits des Balles als Advantage Extender und Capitalizer funktioniert, phasenweise aber auch als Advantage Creator mit dem Ball in der Hand eingesetzt werden kann. Als Spot-Up-Shooter, als jemand für den Plays gelaufen werden, als jemand, der den ersten Pass bekommt, den ein Star spielt, nachdem er einen Vorteil erschaffen hat, funktioniert er am besten, aber halt eben nicht nur das. Denn Seth kann auch mit dem Ball in der Hand etwas kreieren, er kann Würfe für sich und die Kollegen erspielen, alles nur ab und zu und nicht auf einem großartigen Level, aber doch immer mal wieder. Man sieht ab und zu auch schon mal, dass es zu viel für ihn sein kann, dass er in diese Rolle nicht gewachsen ist, beispielsweise phasenweise in der Hawks-Sixers-Serie letzte Saison, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Was kann er denn dafür, wenn Curry auf einmal eine Rolle übernehmen muss, die zu groß für ihn ist? Dafür kann man ja eigentlich nicht ihn wirklich kritisieren. Aber starten wir doch mal mit der Rolle, die Seth am besten ausführt, und zwar als Off-Ball-Shooter. Curry nimmt über 10 Dreier auf 100 Possessions, wenn er bei den Nets spielt, das ist ziemlich wahnsinnig, noch folgt es allerdings die Quote von über 45% bei diesen Würfen. Der 31-Jährige ist ein 3-Level-Shooter, heißt er kann aus dem Dribbling, aus der Bewegung oder stillstehende Catch-and-Shoot-Dreier verwandeln, zuerst zu letzteren beiden Kategorien. Er ist kein Joe Harris oder so, es ist nicht so, als würde Curry die ganze Zeit um Screens herumsprinten, um aus vollem Lauf abzudrücken, und trotzdem lassen sich ein paar Basic-Sets für ihn laufen. Hier hat Aldridge den Ball im Post, Johnson stellt den Flare-Screen, Curry rotiert zur Mitte hin und drückt unbedrängt ab. Oder solche Screenaways früh im Angriff, das ist kein komplizierter Stuff, schraubt aber ohne viel Mühe das Volumen von Curry in die Höhe, und so wie er trifft, sollte es eigentlich auch das Ziel sein, ihn so viel es geht werfen zu lassen. Er bewegt sich häufig extrem geschickt und unauffällig, und das musst du auch, wenn du einer der gefährlichsten Shooter im Game bist. Eine seiner Qualitäten ist es, sich gut anspielbar zu machen, hier er erkennt, dass Mills Probleme bekommt und ein Pass überhaupt keine Option ist, also bewegt er sich zu einem anderen Spot und schon kann der Ball zu ihm gepasst werden. Das Gute ist, dass seine Rolle bei den Nets gar nicht mal so groß sein muss, weil er in den allermeisten Angriffen mit einem Spieler auf dem Parkett steht, welcher mit dem Ball in der Hand etwas entstehen lassen kann. Da kommen diese Catch-and-Shoot-Skills extrem zum Vorschein, wenn Kollegen Vorteile kreieren, die Curry dann erfolgreich nutzen kann, sowie Durant und Brown im Zusammenspiel. Oder in diesem Angriff, High-Pick-and-Roll zwischen KD und Claxton, welcher im Short-Roll den Ball bekommt, und sagen wir es mal so, es gibt nicht viele Spieler auf dem Planeten, die man da jetzt gerade in der Ecke lieber stehen hätte. Curry liefert Spacing, hier sieht man sofort, was passiert, wenn eine Defense so leichtsinnig ist, one pass away von ihm wegzudoppeln, das wird natürlich sofort bestraft. Und Verteidiger wollen ihn natürlich sehr ungern überhaupt werfen lassen, weshalb Closeouts entsprechend härter gelaufen werden und wie man hier sehen kann, eben dann auch von Kollegen weggeholfen wird, welche dann entsprechend freier sind. Schaut mal, wie hier 3 Raptors-Verteidiger in der Transition zu Curry gehen, dieser macht genau das richtige Play und spielt wunderbar ab. Closeouts lassen sich leicht attackieren, und weil Seth eben auch ein guter Passspieler mit einem tollen Auge ist, schafft es immer wieder, die von den Stars erschaffenen Vorteile zu erweitern und den Ball weiterlaufen zu lassen. Nun, der Off-Ball-Stuff ist die eine Geschichte, und in dieser Rolle passt er wunderbar an die Seite von Lillard, perfekt neben Doncic, traumhaft neben Embiid und nun optimal neben Durant.
Was man allerdings nicht unbedingt machen sollte, ist Curry auf diese Rolle zu reduzieren. Das war er vielleicht noch vor ein paar Jahren, allerdings entwickelt er sich mehr und mehr zu einem kompletten offensiven Spieler. Denn nach Hardens Abgang und Irvings Teilzeitjob, insbesondere auch in der Zeit, wo KD verletzt gefehlt hat, sieht es phasenweise eher schwierig mit Onboard Shot Creation bei den Nets aus, dann werden die Schlüsse in die Hände von Mills, Dragic oder eben Curry gelegt. Wie am Anfang des Videos gesagt, lässt du ihn in einem engen Playoff-Spiel Angriff für Angriff als Pick-and-Roll Ballhändler agieren, dann hast du wahrscheinlich nicht allzu gute Karten, so realistisch muss man einfach sein, Curry hat seine Grenzen als On-Ball-Creator. Aber für gewisse kleinere Abschnitte von Spielen, warum nicht, so gut ist er am Ball einfach mittlerweile. Und darum mag ich den Fit von ihm bei den Nets auch so und darum sollte man ihn bei dem Simmons-Harden-Trade auch nicht unter den Teppich kehren. Curry funktioniert in Abwesenheit der Superstars und noch besser an ihrer Seite, so oder so, er hilft den Nets. Der 31-Jährige ist ein lächerlich guter Pull-Up-Shooter in dieser Saison, egal ob aus der Midrange oder von Downtown, da scheint er nochmal einen echten Sprung im Vergleich zum vorher gemacht zu haben, erinnert auch deutlich mehr davon. Ich weiß nicht, warum man immer noch Drop-Defense gegen ihn spielt, aber macht man es, dann nimmt er diese Einladung immer und immer wieder dankend an. Und selbst mit einer höheren Drop-Coverage kommst du nicht weit, weil Range in der Curry-Family zu liegen scheint. Und nicht nur das, er hat extrem unterbewertete Handles, auch das ist eine Eigenschaft, die er mit seinem größeren Bruder teilt, nicht dass Stephs Ballhandling-Skills unterbewertet werden. Seth kreiert sich immer wieder eine Menge Platz mit diesen variablen Stepbacks und er geht für einen kleinen Guard ziemlich hoch in die Luft. Das ist einfach crazy hier, verwandelt er solche Dinger wirklich regelmäßig, dann verändert das meiner Meinung nach die Playoff-Chancen der Nets um einiges. Er ist jetzt nicht der angsteinflößendste ISO-Scorer, zieht nicht mühelos an jedem Defender nach Belieben vorbei, aber er kommt schon zum Korb, wenn er es wirklich darauf anlegt. Hier sieht man schön, wie einfach es geht, wenn der Defender deinen Pull-Up-Wurf fürchtet, genau in dem Moment, in dem Williams den Schritt rausmacht, zieht Curry vorbei. Zudem ist er ein guter Finisher am Korb mit einem soften Touch am Rim. Und er kann nochmal einen Floater auspacken, den generell eigentlich jeder Guard- und Pick-and-Roll-Ballhändler in seinem Arsenal haben sollte. Die Nets ausscoren ihre Gegner mit 5 Punkten pro 100 Possessions, wenn Curry auf dem Parkett steht, und sie sind genauso viele Punkte besser, wenn er spielt, im Vergleich zu wenn er nicht spielt. Der Unterschied macht sich natürlich vor allem offensiv bemerkbar, weil man natürlich nicht das ersetzt bekommt, was man von Harden bekommen hat, Curry allerdings trotzdem in meinen Augen ziemlich gut für die Mitspieler auflegt, seitdem er in Brooklyn spielt. Das hier ist einfach ein wundervoller Pass gegen die Wizards, nachdem er die ganze Defense schön durchbrochen hat. Und gebt euch immer diese Gravity hier beim Double Drag gegen die Bucks, zwei sind bei ihm, Drummond kommt in der Folge zu einem unbedrängten Dank. Was du natürlich als Team auch machen kannst, um Curry in Szene zu setzen, ist so ein Mittelding zwischen den beiden angesprochenen Rollen gerade, heißt, dass er sich zuerst abseits des Balls bewegt, dann an den Ball kommt und damit etwas anstellt. Das ist ein sehr schöner Weg, um Spielern zu helfen, die nicht immer wirklich von Null etwas entstehen lassen können. Das klappt besonders gut mit solchen Dribble Handoffs, wo selbst sein Defender im Optimalfall schon vorher abhängen konnte und dann zum Scorer wird. Diese Szene verdeutlicht das richtig schön, als Pick-and-Roll Ballhändler kommt ihr gegen die Bucks nicht weit, also spielt zu Drummond, sie läuft ein Handoff und schon funktioniert es. Oder hier, anstatt in die ISO zu gehen, probieren sie es lieber mit dem Handoff, denn da ist Curry der Spezialist. Also, Seth Curry ist ein gutes Beispiel, dass ein Spieler an mehreren Rollen wertvoll sein kann und er ist ein noch besseres Beispiel, warum es so wichtig ist, Spieler in eine Rolle einzusetzen, in der sie auch funktionieren, im Optimalfall sogar aufblühen können. Gefallen euch meine Videos, lasst wie gesagt gerne ein Like und Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr basketballverrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.